So, ich muss immer gelegentlich mal kontern, weil sonst treffen die. Oder sie kontern selber. Ja, was sie gerne tun. So, da muss ich immer mal zwischendurch kontern. Den hinter mir, den kriege ich. Den kriege ich auch. Schneller. So. Oh Gott, das war ja hier. So, du bist dran, du bist dran. Na gut, denn nicht. Dann bist du jetzt dran. So, ich bin hier nur am Dauerdrücken. Damit wir das hier ein bisschen schneller über die Bühne kriegen. Ihr wollt ja hier nicht die ganze Zeit sehen, wie ich hier stundenlang kämpfe. Und dann noch am Ende faile, weil ich hatte das, habe ich das ja glaube ich schon mal erzählt. Hoffe ich zumindest, dass ich das erzählt habe, dass ich das schon mal aufgenommen habe als Let's Play auf meinem vorigen Kanal. Und ich muss sagen, ich habe da in den letzten Folgen ziemlich gefailt. Und da bin ich einfach nicht weitergekommen. Ich glaube, ich habe sogar teilweise das schon nicht mehr rausgehauen, weil das mir... Das war ziemlich schlimm. Das war, glaube ich, bei dem vorletzten Attentat oder so war das. Und jetzt, wo ich das jetzt spiele, ich habe das noch in Erinnerung, wie schlimm das war. Da habe ich sogar gesagt, oh, das habe ich noch ganz schlimm in Erinnerung. Und das war eigentlich ziemlich einfach, muss ich jetzt ehrlich sagen, da. Jetzt hier im Let's Play. Habe ich mich richtig gewundert. Ja. Also, der nächste Haufen. Na los, komm her. Nicht weg. Ah, die Anhöhe mag ich nicht. Ja, die wollen mir hier jetzt hier immer kontern. Oder, meine Verteidigung brechen. Na los, bevor mich hier einer... Den hole ich mir jetzt. Ja, sage ich doch. Siehst du, das war... Gut, jetzt wurde ich gekontert. Wenn man zu offensiv ist, dann natürlich kontern die auch mal. Na los, jetzt aber. Gut, die haben wir doch ziemlich schnell weggemacht. Also es ist... Ich habe jetzt herausgefunden, muss ich ehrlich sagen, in dem Let's Play... Für Assassin's Creed oder auf jeden Fall für den ersten Teil. Ich möchte auf jeden Fall den zweiten Teil und weiter auch machen. Oh Gott, da geht's gleich weiter. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, eine Mischung aus Angriff und Blockieren. Das ist. Kriegt man sehr effektiv. Nicht näher ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Gehen wir mal in den Kreis rein. Robert de Sade. Ein Adjutant. Er sinnt auf Verrat. Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sinnt auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lensherr, der Mann ist ein Assassin.
Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Cid Blanc, Assassin. Ach, wir jetzt kämpfen wir. Ich dachte, wir kämpfen jetzt gegen Robert. Aber nein. Aber jetzt haben wir nochmal einen Kampf. Also jetzt hier zum Schluss ist nochmal richtig hier Kämpfen angesagt. Ah, und sie kontern. Und das nicht schlecht, muss ich sagen. So, den kriege ich jetzt. So, hier einmal kontern und dann... Na. Kann ich hier nicht mal packen und die da... Nee, kann ich. Ich kann nicht packen, die... Kontern, mein Packen. Oh, hübscher Rock. Oder hübscher... Hübsche Rüstung. Ah, na gut. Das war abzusehen, dass sie kontern. Ah, das muss ich ausnutzen. Sie sind natürlich sehr... gut ausgerüstet, wollte ich sagen. Perfekt. Und jetzt du noch. Ah, er kontert. Aber Kontern von denen bringt mir sogar... zieht mir 2 Leben ab. Ganz schön viel, muss ich sagen. Schon wieder. Gut, den holen wir uns jetzt wirklich durchs Kontern. Gucken, ob wir den da runter... Nee, können wir nicht. Der Spieler ist vorbei. Oha. Jetzt kommt der Zweikampf mit Robert. Viel kontern und weil wir niemanden runden... Ah, da dürfen wir nicht draufschlagen. Ach, wir können da nicht durch, aber... Viel kontern müssen wir. Das ist unsere unsere einzige Waffe. Na los. Komm her. Er will uns immer packen. Das schwächt ihn natürlich an, wenn wir ihn packen. Mal gucken, war es da schon? Nee. Bis wir meucheln dürfen. Da darf ich auch nicht raufschlagen. Doch, hier, da durfte ich... Ah, das war ein Moment, den er voll ausnutzen konnte. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge. So wie er mich betrog. Drückt euch klar aus. Oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja?
Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ja, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ach, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch seht. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht, die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Attentat beendet. Das Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Das geht vollautomatisch. Wie es aussieht. Hier kann ich so ein bisschen rumspielen.